Nochmal ein Kurztest zum Update Windows Threshold 2. Dies wurde ja am 12. November ausgeliefert von Microsoft. Für einige Besitzer halt. Es wird in Wellen ausgerollt, das heißt, manche bekommen es früher, manche etwas später. Wahrscheinlich macht Microsoft dies, um die Server nicht zu überlasten. Na egal. Die Veränderungen in der neuen Version sind minimal kosmetisch. Und im Unterbau wurde eine ganze Menge getan. Und manche Optionen, die vorher eigentlich angekündigt wurden, schon für die offizielle Startversion von Windows 10, sind jetzt endlich erreichbar. Das betrifft vor allen Dingen Tablet-Benutzer. Gehen wir mal auf die Optik ein. Startmenü, da kann man jetzt bei den Kacheln ein anderes Menü auswählen, beziehungsweise ein anderes Menü eingestellt. Erstmal ein schwarzer Hintergrund. Ich glaube, der war auch schon vorher schwarz, kann ich jetzt nicht genau sagen. Man hat jetzt die Möglichkeit, unter mehr die Live-Kacheln zu deaktivieren, an Tastleiste anheften, Kritik schreiben, teilen, deinstallieren und so weiter und so fort halt. Naja, großartig ist die Änderung jetzt erstmal nicht. Auch hier, rechte Taste, unten Systemsteuerung auswählen und die anderen Funktionen ist jetzt grau oder beziehungsweise bei mir bräunlich hinterlegt, grau-braun. Gut, das wäre ein Punkt. Jetzt gibt es natürlich einige Benutzer, die kommen hiermit nicht zurecht. Was ich meine ist, keine Trennung zwischen der Startsymbolleiste oder der Fensterleiste und der Auswahlleiste für Befehle. Das heißt, man geht dann jetzt schnell mal hin und will jetzt hier verschieben. Fenster verschiebt sich nicht. Man muss also jetzt genau oben den Punkt auch treffen und schieben. Es ist ein bisschen irritierend. Man gewöhnt sich dran. Warum nicht? Aber für manche Leute wahrscheinlich ein bisschen störend. Das kann man jetzt ändern. Drückt rechte Maustaste, geht auf Anpassen, geht auf Farben und sagt Farbe auf Startseite, Tastenleiste, Titelleiste und im Infocenter anzeigen. Das ändert leider nicht nur da oben den Strich, sondern auch ein paar andere Sachen. Kann ich gleich mal zeigen. Oder wird hier auch schon angezeigt. Die Akzentfarbe, die man ausgewählt hat, wird dann halt dementsprechend in mehreren Sachen angewendet. Jetzt habe ich zum Beispiel das Startmenü blau eingefärbt. Bei mir, Akzentfarbe ist halt blau. Jetzt kann man natürlich etwas schneller halt greifen und sieht sofort, ah, hier fängt es an, hier muss ich hinfassen. Andererseits ändert sich dadurch auch der Startbalken. Ich hatte ihn in schwarz ganz gerne. Titelleiste in schwarz finde ich etwas seltsam, ist aber auch eine Kleinigkeit. Bei mir habe ich es ausgeschaltet, da ich jetzt auch mittlerweile mich damit zurechtfinde. Wie hier auch, blau, nicht mein Ding. Na gut, hier ändert sich zum Glück nicht allzu viel. Ich schalte mal aus, macht für mich jetzt nicht den riesen Sinn. Deswegen Farbe aus. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Und zwar gehen wir mal auf Edge. Edge Browser hat ein kleines Detail verändert bekommen. Wahrscheinlich ist im Aufbau des Systems oder des Browsers selber auch noch was getan worden. Eventuell ist es ein bisschen sicherer geworden, keine Ahnung. Was aber definitiv schon mal da ist, vorher ging es nicht. Vorschauen, wenn man auf nicht geöffnete Tabs klickt oder einfach die Maus drauf zeigen lässt. Das gab es vorher nicht. Naja, wirklich sinnvoll finde ich die Funktion jetzt auch nicht großartig, weil sie nicht unbedingt das anzeigt, was wirklich auf dem Bildschirm gerade ist. Ich gehe zum Beispiel bei YouTube, ganz nach unten scrolle, gehe wieder weg. Sehe ich bei YouTube immer noch den Anfang des Bildes. Also eine wirkliche Kopie der gerade aktuellen Anzeige ist es nicht. Vielleicht eine kleine Vorschau halt, vielleicht ist es für manche Leute interessant, sowas direkt zu sehen. Ich brauche das nicht. Aber egal, ist da. Raus damit. Alles schließen. Jetzt kommen wir mal zu ein paar sinnvollen Sachen oder zumindest zu einer sinnvollen Sache bei der neuen Version. Und zwar hauptsächlich für Tablet-Benutzer. Da gibt es dann halt die Möglichkeit, gab es vorher nicht, obwohl es versprochen wurde, jetzt auch Apps auf andere Laufwerke auszulagern. In diesem Fall beim Tablet ist die SD-Karte natürlich super. Man kann jetzt die Spiele oder die Apps auf SD-Karte auslagern. Ging bei der Originalversion, die ausgeliefert wurde, nicht. Ist natürlich für Leute, die ein Tablet haben mit vielleicht nur 32 GB Speicher oder noch weniger, schön, weil jetzt weniger Speicher auf dem oder beziehungsweise vom SD-Laufwerk der Tablets benutzt wird und das Ganze wird jetzt auf die SD-Karte oder kann auf die SD-Karte ausgelagert werden. Macht halt speicherfrei,
Ist recht sinnvoll. Gut, noch eine Erweiterung für Tablet-Benutzer. Ich nutze das hier nicht, weil ich habe hier ein Notebook und das hat keine Stifteingabe. Cortana kann jetzt Stifteingaben. Das ist interessant für die Surface-Besitzer, vielleicht für manche Tablets, die eine gute Stifteingabe haben. Die meisten günstigen Tablets unterstützen nur ganz grob einen Stift. Also ob da eine Schrift, Handschrift zum Beispiel erkannt wird oder feinfühlig gemalt werden kann, würde ich mal also würde ich jetzt einfach nicht so sehen. Bei mir auf dem Tablet von Trextor, das Wintron, ist eine Stifteingabe, ich habe mir mal so einen Stift zugelegt, relativ uninteressant, viel zu ungenau. Aber für Surface-Besitzer, wenn man handschriftlich was einfügen möchte, bestimmt eine tolle Sache. Gleichzeitig fällt mir noch ein, soll Cortana aufgebaut sein? Also ein paar Sachen mehr erkennen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe Cortana so gut wie nie benutzt. Okay, was fällt mir sonst noch ein? Nun, jetzt sind da keine groben Änderungen mehr halt für mich. Erstmal sofort ersichtlich. Was aber auffällt, das System fühlt sich ein bisschen snappier an, also etwas schneller. Es laggt nicht mehr so stark. Und es scheint wohl ein bisschen stabiler zu sein. Ich hatte mit manchen Anwendungen kleinere Probleme mit der alten Version. Hier habe ich die nicht mehr. Scheint wohl im Unterbau was gemacht worden zu sein. Was auch jetzt besser ist. Es gab ja vorher das Problem bei WLAN und Online-Gaming, dass es da zu extrem Ping-Spikes kam. Das heißt, die Spiele waren eigentlich gar nicht nutzbar. Das lag, habe ich in einem anderen Video schon erklärt, einfach daran, dass die Positionserkennung wohl irgendwelchen Mist gemacht hat mit dem WLAN halt. Beziehungsweise wurden wohl immer wieder neue Geräte gesucht oder andere WLAN-Anschlüsse. Und die haben dann für Ping-Spikes gesorgt. Damit war dann zum Beispiel ein Spiel wie Battlefield 3 überhaupt nicht spielbar. Das ist jetzt auch in der Standardeinstellung zum Glück nicht mehr der Fall. Battlefield ohne Probleme spielbar. Keine Ping-Spikes mehr gefunden. Das finde ich natürlich schon mal toll. Okay, gibt es da sonst noch etwas Wichtiges? Ich überlege gerade. Ja, genau. Hier sind einige neue Apps dazu gekommen. Die, naja, wahrscheinlich eher mit dem Update für Windows Phone Handys, mit dem 10er Update für Windows Phone Handys relevant werden. Im Moment relativ uninteressant, weil die noch keine großartige Funktion haben. Ich glaube auch nicht, dass sie mit anderen Handys harmonieren werden. Aber mit Windows Phone Handys soll zum Beispiel die Funktion Telefon oder die App Telefon Gespräche, die auf dem Handy ankommen, wenn es immer irgendwo anders rumliegt, man möchte sich nicht bewegen. Meistens liegt das Handy in der Nähe, aber wenn es nicht in der Nähe liegen sollte, soll man damit Gespräche annehmen können, die auf dem Handy gerade ankommen. Nette Funktion, genauso gut soll man wohl auch Gespräche, also Leute anrufen können mit der App. Wie das dann genau funktioniert, technisch kann ich jetzt nicht sagen, aber erstmal eine gute Idee. Gleiches nochmal mit den Nachrichten. Jetzt drücken wir N. Nachrichten. Ups, da oben sind die Nachrichten. Selbstverständlich haben die beiden Apps hier den gleichen Namen, aber ich meine natürlich die. Wenn SMS ankommen, sollen die wohl hier dargestellt werden. Man soll auch genauso gut welche abschicken können. Wie gesagt, das Ganze ist in Verbindung mit Windows 10 Handys zu sehen. Ob es mit anderen Geräten jemals funktionieren wird, kann ich nicht sagen. Auch für Windows 10 Handys, es gibt noch keine offizielle RTM-Version von Windows 10 Mobile, so dass man das mit der jetzigen Beta-Version noch gar nicht probieren kann. Wäre eine schöne Sache, ob es jetzt alles funktioniert, ob es auch so kommt, wie ich mir das gerade vorstelle oder wie ich das gerüchteweise gehört habe, kann ich jetzt nicht definitiv sagen. Okay, also alles in allem ist dieses Update leider ein Muss, weil die alte Version oder die offiziell ausgelieferte Version von Windows 10 auch mit einigen Patches und Updates noch nicht den wirklichen. Na, den Speed-Faktor hatte, den ich an die erwartet hatte. Es war ein bisschen laggy. Gleichzeitig hatte ich kleine Probleme. Ein paar nette Sachen sind dazugekommen, für Tablet-Besitzer auf jeden Fall. Mit der SD-Karte spart man doch eine ganze Menge Speicher von den eingebauten kleinen Festplatten bzw. SDs. Gleichzeitig finde ich halt niedliche kleine Features wie diese Tab-Vorschau halt für manche Leute bestimmt ganz witzig. Oder halt die Möglichkeit, den Fensterrand hier anders darzustellen, sodass man etwas genauer greifen kann. Gut, das wäre es für mich jetzt erstmal. Schönen Dank fürs Zusehen.
Ciao.